Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Olaf Glesiker, der Name des ehemaligen Bundespräsidentensprechers, wirft seinen langen Schatten auf eine alles andere als gläserne Affäre. Unsere Tagesthemen. Staatsanwalt in Schloss Bellevue, Razzia bei Wulff-Vertrautem. Marschroute gegen Merkel, SPD sucht nach Gewinnerthema. Und Triumph beim Angstgegner, Gladbach siegt haushoch gegen Stuttgart. Wenn es um das höchste Amt im Staate geht, um den Bundespräsidenten, dann geht es immer auch um die Würde dieses Amtes. Dass diese in den letzten zwei Monaten durch die Vorwürfe gegen Amtsinhaber Christian Wulff gelitten hat, das meinen inzwischen viele. Heute aber ist offensichtlich ein weiteres großes Stück vom Lack abgeplatzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik durchsuchten Ermittlerräume im Amtssitz des Bundespräsidenten. Es geht um das Büro seines ehemaligen Sprechers Olaf Glesiker. Sabine Rau. Es war das erste Mal, dass die Justiz das Bundespräsidialamt durchsucht hat. Wohl noch nie hat es im Umfeld des Staatsoberhauptes staatsanwaltliche Ermittlungen gegeben. Donnerstagmorgen 10 Uhr. Ein Staatsanwalt und mehrere Beamte aus Niedersachsen durchsuchen nach einem Hinweis aus dem Präsidialamt das Dienstzimmer von Ex-Sprecher Olaf Glesiker. Der Vorwurf: Bestechlichkeit. Umfangreiche Dateien und Unterlagen werden beschlagnahmt, bestätigt die Staatsanwaltschaft. Die technische Auswertung gestalte sich schwierig, heißt es dort heute. Ergebnisse gebe es noch nicht. Glesiker hatte zuvor sein Zimmer ausräumen wollen. Das hatte ihm das Bundespräsidialamt, so Wulffs Sprecherin heute, mit Blick auf die Ermittlungen verweigert. Die Opposition verschärfte heute den Ton und zielte auch auf Wulff. Dass es nötig ist, dass Staatsanwaltschaften Durchsuchungsbeschlüsse für das Bundespräsidialamt fassen, das ist schon ein Tiefpunkt in der demokratischen und politischen Kultur unseres Landes. Ich meine, dass der Bundespräsident selbst sich kritisch die Frage stellen muss, ob er unter diesen Umständen noch wirklich Bundespräsident sein kann, in dem Sinne, wie die Verfassung es will. Die Kanzlerin stärkte Wulff gestern erneut den Rücken, der Innenminister zurückhaltend heute im Bericht aus Berlin. Also ich habe mich immer geweigert, als Bundesminister mich über das Staatsoberhaupt zu äußern. Ich bitte das wirklich auch zu respektieren, dass ich das heute nicht tun möchte. Ich hoffe sehr, dass die Diskussion um unseren Bundespräsidenten bald zu Ende geht. Und darum geht es. Glesiker, einst enger Wulff-Vertrauter, soll laut Staatsanwaltschaft den vom Partymanager Schmidt hier links ausgerichteten Nord-Süd-Dialog, wie es heißt, gefällig gefördert haben. Dafür habe er mehrfach kostenlos Urlaub in Schmidts Feriendomizilen gemacht. In Berlin stellt sich indessen die Frage, was wusste Christian Wulff von den Aktivitäten seines Sprechers, von dem er sich kurz vor Weihnachten ohne nähere Begründung getrennt hatte. Auch wenn sich Kanzlerin Merkel erst gestern noch einmal demonstrativ hinter den Bundespräsidenten stellte, die Affäre ist ein Problem für sie, aber nicht das einzige. Egal, wohin man schaut, überall Baustellen, Finanzkrise, Koalitionszank, Energiewende. Doch Merkel scheint über allem zu stehen. Nichts schmälert die Zustimmung für sie in den Umfragen. Nicht gut für die Opposition. Laut SPD-Chef Gabriel soll 2012 das Jahr der Profilierung werden. Doch den Versuch, sich dabei an der Regierungschefin abzuarbeiten, will er gar nicht erst starten. So viel wurde auf der SPD-Klausursitzung heute klar. Sabine Rau. Die Genossen, sie tragen traditionell gern Rot. Doch ist das die Trendfarbe der nächsten Bundestagswahl? Bis jetzt nicht. Die Partei tut sich schwer, der populären Kanzlerin etwas entgegenzusetzen. Für den Wahlkampf will die SPD ihr Profil schärfen. Es geht nicht um einen Wahlkampf gegen die Kanzlerin Merkel. Ich finde ohnehin, dass die Zeit, wo man sagt, wir kämpfen gegen die anderen, vorbei sind. Sondern unser Gegner sind Finanzmärkte, unser Gegner ist die soziale Spaltung in Deutschland. Fernab vom Großstadttrubel will die Partei in Ruhe über ihre Strategie für den nächsten Bundestagswahlkampf beraten. Die SPD würde als zu wenig jugendlich und frisch wahrgenommen, so Experten, auch wenn die Partei selbst sich nicht als Altherrenverein versteht. Der Ruf der Altherrenpartei bröckelt zum Glück. Das zeigen ja auch die vielen Frauen, die wir in der Führungsspitze haben. Von Hannelore Kraft über Andrea Nahles bis hin zu Aydan Özoguz. Und deswegen sind wir ganz gut aufgestellt. Der Parteichef kommt ganz traditionell mit Schreibkladde zur Klausursitzung, von einem iPad nichts zu sehen. Die Generalsekretärin will den nächsten Wahlkampf aber auch im Internet führen und die Partei so gegen die Piraten profilieren, die besonders Jungwähler ansprechen.
Sie scheinen da einen Vorsprung zu haben, aber ich glaube eher, dass sich das auf der Strecke bis 2013 nivellieren wird. Die anderen Parteien werden dann nachziehen. Die Frage ist, ob es am Ende uns gelingt, glaubwürdig zu machen, dass wir die Lebenssituation der Menschen, die sich von den Piraten angesprochen fühlen, ernst nehmen. Die Stimmung am Templiner See ist friedlich, nicht frostig. Streit gibt es kaum auf der Klausursitzung, die noch bis morgen dauert. Der linke Flügel mahnt allerdings, man müsse die sozialen Themen stärken. Wir haben, was die Themen anbelangt, sicherlich noch eine Schärfung unseres Profils in diesen Fragen hinzubekommen. Das glaube ich schon, das steht an. Optimistisch und geschlossen will sich die SPD zeigen, 1,5 Jahre vor der nächsten Wahl. Die Genossen hoffen, dass bis dahin die hohen Sympathiewerte der Kanzlerin von ganz alleine bröckeln. Und das, was Bettina Scharkus hier sagte, könnte durchaus passieren, wenn zum Beispiel Deutschland sich mit noch mehr Geld an der Rettung Griechenlands beteiligen müsste. Am Vorabend des EU-Gipfels wird mit immer größerer Schärfe über die Bedingungen für weitere Griechenlandhilfen diskutiert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer. In Athen verwahrte sich Finanzminister Venizelos strikt gegen Bestrebungen, unter anderem von Deutschland, die griechische Haushaltspolitik unter EU-Kontrolle zu stellen. Wer ein Land zwischen wirtschaftlicher Hilfe und nationalem Stolz wählen lassen wolle, der habe wichtige historische Lehren nicht verstanden. Ministerpräsident Papademos stimmte sich indessen mit den Chefs der griechischen Parteien ab, die seine Übergangsregierung stützen. Er warb erneut für seinen Sparkurs und sprach von einem harten Kampf, um Griechenlands Platz in Europa zu sichern. Frankreichs Präsident Sarkozy will die Finanztransaktionssteuer in seinem Land einführen. Die Steuer von 0,1% solle von August an für alle Unternehmen erhoben werden, die ihren Sitz in Frankreich haben, sagte Sarkozy in einem Fernsehinterview. Sein Land wäre Vorreiter mit dieser Maßnahme in der Eurozone. Er hoffe, dass die Einführung andere Staaten dazu bringe, die Steuer ebenfalls zu beschließen, so Sarkozy. Im Atomkonflikt mit dem Iran wollen Experten der Internationalen Atomenergieagentur IAEA einen Vermittlungsversuch starten. Sie reisten in das Land, um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zu erreichen. Teheran wird vorgeworfen, heimlich an der Entwicklung von Nuklearwaffen zu arbeiten. Die EU hatte Anfang der Woche ein Importembargo für iranisches Öl beschlossen. Im Gegenzug erweckt der Iran, die Öllieferungen selbst zu stoppen. Wahlkampfauftakt in Myanmar. Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi hat vor tausenden Anhängern angekündigt, die Verfassung des Landes ändern zu wollen. Die Friedensnobelpreisträgerin tritt für ihre wieder zugelassene Partei im April bei der Parlamentswahl an, bei der über 48 von 440 Sitzen abgestimmt wird. Erstmals könnte Suu Kyi, die jahrelang unter Hausarrest stand, in ein politisches Amt gewählt werden. In 5 Wochen wählt das russische Volk einen Präsidenten. Und eigentlich scheint längst klar, wer es werden soll: Wladimir Putin, aktuellen Ministerpräsident und davor bereits 8 Jahre Staatsoberhaupt. Viele Russen wollen aber keinen neuen alten Präsidenten, sondern faire Wahlen mit einem wirklich offenen Ausgang. Immer mehr Menschen gingen deshalb in den vergangenen Wochen auf die Straße. Kommenden Samstag wird in Moskau mit Zehntausenden gerechnet, die auf einer großen Kundgebung ihren Frust über die herrschende Allmacht Putins deutlich machen wollen. Heute ließ die Anti-Putin-Bewegung dafür schon mal den Motor warm laufen. Über ungewöhnliche Aktionen und kreativen Protest Georg Restle. Sie trafen sich in einem Hinterhof Moskaus, damit die Polizei ja nichts davon mitbekommt. Mit weißen Schleifen schmücken sie ihre Autos, das Symbol gegen Wahlbetrug. Es ist ein Freundeskreis von eher gut betuchten Moskauer Bürgern, die die Schnauze voll haben von Putin. Zumindest sagen sie es so. Wir sind gegen dieses System, an dessen Spitze Putin steht. Er ist dessen oberster Ideologe. Deshalb sind wir gegen Putin, gegen die Regierungspartei und gegen dieses korrupte System in diesem Land. Mit ihrer Tochter Nastja wollte Xenia heute auf jeden Fall dabei sein beim großen Anti-Putin-Autokorso. Und auch die Oma sagte sofort ja, als im Internet dazu aufgerufen wurde. 16 Kilometer lang ist der Moskauer Innenstadtring und er war heute vollgestopft mit tausenden weiß geschmückter Autos. Weit mehr, als die Organisatoren erwartet hatten. Bei Xenia sitzen 3 Generationen in einem Auto. Und alle sind sie sich einig, sie wollen Veränderungen,
ohne Putin. Wenn wir wieder Putin bekommen sollten, dann wird es nach der Wahl ganz sicher noch viel mehr Menschen geben, die gegen ihn auf die Straße gehen. Fantasievoll war er schon, der Protestzug heute. Und nicht nur auf den Straßen zeigt die Opposition, dass sie Humor hat. Anti-Putin-Demos im Lego-Format. Im Internet ergießt sich täglich beißender Spott gegen Russlands stärksten Mann. Die Medieninszenierungen Putins als Lachnummer mit Spielzeugmännchen. Und im sibirischen Schnee hat einer eine Demonstration gegen Putin nachgebaut. Die Polizei überlegte allen Ernstes, wie sie diese neue Protestform wohl am besten verbieten könnte. Der neueste Hit im Internet, eine Truppe, die sich als ehemalige Fallschirmjäger ausgibt. Du bist kein Gott, du bist kein Zar, singen sie über Putin, du bist nur ein stinknormaler Beamter. Und auch heute schien es den meisten Spaß zu machen. In der ganzen Stadt jubelten sie dem Anti-Putin-Korso zu. Und das bei minus 15 Grad. Ja, so kalt ist es hier zwar noch nicht, aber die Zuschauer der Fußball-Bundesliga in den Stadien dürften an diesem Wochenende auch ganz schön gefroren haben. Aber das tat den Spielen keinen Abbruch zum Abschluss des 19. Spieltages. Da war es heute unten und auch oben in der Tabelle richtig spannend, Ockergundel. Es bleibt ein Vierkampf um die Meisterschaft. Nachdem Bayern, Dortmund und auch Schalke gestern gewonnen hatten, zog Gladbach heute nach. Die Borussia siegte beim Angstgegner in Stuttgart. Das schaffte sie zuletzt vor 17 Jahren. Spätestens jetzt steht endgültig fest, das Team von Lucien Favre ist keine Überraschungsmannschaft mehr, sondern ein ernstzunehmender Kandidat für den Meistertitel. Mit der besten Abwehr der Liga zeigt Gladbach Woche für Woche, wie schön Fußball sein kann. Und das Interessante an dieser Saison ist, dass es eben nicht nur oben, sondern auch unten in der Tabelle richtig spannend ist. Wobei für Mainz zumindest vorläufig mal der Druck ein kleines bisschen raus ist. Nach dem Sieg gegen Freiburg hat die Mannschaft von Thomas Tuchel wieder 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zu verdanken haben es die Mainzer einem, der als Ziehsohn des Trainers gilt und für den der heutige Tag so oder so ein ganz besonderer war. Die Tabelle. Hinter dem punktgleichen Trio aus München, Dortmund und Schalke behauptet Gladbach Platz 4 mit nur einem Punkt Rückstand. Schon 8 Zähler dahinter ist Bremen. In der zweiten Hälfte alle Teams im Abstiegskampf. Stuttgart mit 4 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Am Tabellenende tauschen Augsburg und Freiburg die Plätze. Ein Thema, das mittlerweile ein steter Begleiter des Sports und der Sportberichterstattung ist, ist das Doping. Heute sind neue Erkenntnisse über die Machenschaften des Erfurter Sportmediziners Andreas Franke bekannt geworden. Nach Recherchen der ARD sind insgesamt 28 Sportler in diese Affäre involviert. Franke soll das Blut zahlreicher Nachwuchsathleten und hochkarätiger Spitzensportler einer UV-Behandlung unterzogen haben, die nach dem Doping-Regelwerk verboten ist. Bei dieser Methode wird dem Athleten Blut abgezapft, bestrahlt und wieder zugeführt. Unter den 28 Athleten soll auch Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin Claudia Pechstein gewesen sein, sowie 800 Meter Olympiasieger Nils Schumann. Nach den der ARD vorliegenden Informationen waren mehrere Sportler zum Zeitpunkt der Behandlung des Blutes noch minderjährig. Auf Anfrage schickte nur Claudia Pechstein heute eine Stellungnahme. Darin ging sie aber auf keine der zu diesem Sachverhalt gestellten Fragen ein. Die Abnahme und Rückführung des eigenen Blutes in den Körper ist nach den Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur verboten. Ein klarer Dopingverstoß. Es sei denn, eine medizinische Ausnahmegenehmigung liegt vor. Im Laufe der Jahre haben wir klargestellt, dass die Einführung von Blut, Blutzellen oder blutzellenähnlichen Produkten verboten ist, ja. Ebenso andere Infusionen ohne begründete gesundheitliche Notwendigkeit. Nach Informationen der ARD war keiner der 28 Sportler im Besitz einer medizinischen Ausnahmegenehmigung. Ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen durch Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft München rund um den Dopingfall Claudia Pechstein aus dem Jahr 2009. Im Rahmen dieser Ermittlungen gab es auch Telefonüberwachungen. Auch bei Claudia Pechstein bestätigte ihr Management. Gegen Sportmediziner Franke läuft seit rund einem Jahr ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Die Nationale Anti-Doping-Agentur in Bonn hat bisher erst 2 Disziplinarverfahren in die Wege geleitet. Auf die NADA-Vorsitzende Andrea Gotzmann wird in der nächsten Zeit viel Arbeit zukommen, angesichts von insgesamt nun 28 Sportlern, deren Blut verbotenerweise behandelt worden sein soll.
Dänemark ist neuer Handball-Europameister. Im Finale siegten die Dänen gegen Gastgeber Serbien mit 21:19. Das Ganze vor 20.000 Zuschauern. Mit dem EM-Titel hat die dänische Nationalmannschaft außerdem das geschafft, was die Deutschen verpasst hat. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Maria Höfel-Riesch gewinnt die Superkombination von St. Moritz. Eine Befreiung für die Partenkirchnerin. Es ist ihr erster Saisonsieg. Nach dem Super-G noch auf Platz 2 spielt Maria Höfel-Riesch ihre Erfahrung und ihre Routine im Slalom aus. Mit einem richtig guten Tanz durch die Stangen fährt die DSV-Athletin zu ihrem insgesamt 21. Weltcup-Erfolg. Lindsay Vonn, bereits mit 2 Siegen an diesem Wochenende, muss sich knapp geschlagen geben. 0,03 Sekunden ihr Rückstand. Auf Platz 3 Nicole Hosp. Und das waren die Tagesthemen. Die Tagesschau informiert Sie wieder um 1.45 Uhr. Und jetzt gleich im Anschluss gibt es von Claudia Kleinert frostige Details zum Winterwetter. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Karin Mioska. Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Auf Wiedersehen.